Hallo und willkommen zu einem kleinen Ausflug in ein anderes Spiel. Keep Talking and Nobody Explodes. Ein ganz interessantes Mehrspielerspiel, das der Deletor und ich heute Abend mal ausprobieren wollen. Wir haben das beide noch nie gespielt. Ich muss eine Bombe entschärfen. Ich kriege jetzt hier gleich auf meinen Bildschirm, wenn wir das Spiel anfangen, eine Bombe. Und dann muss ich über Sprachchat, über Discord machen wir das, dem Deletor erklären, was ich sehe. Und er hat das Manual, das man unter bombmanual.com kriegen kann, und muss im Manual nachlesen, was ich tun muss, und muss mir das erklären. Das Ganze natürlich mit einem Timer, mit eingeschränkter Zeit. Und ja, das könnte durchaus spannend werden. Und ich warte jetzt gerade darauf, dass der Deletor soweit ist und sein Headset in Gang bringt, damit er mir sagen kann, welche Nummer ich hier eingeben muss. Die steht nämlich in dem Manual drin, dass ich nicht sehen kann, und er kann die Bombe nicht sehen. Na, Band. Du bist noch stumm geschaltet, sagt er mir hier. Jetzt. Jetzt. Sehr gut. Ich hoffe, der Akku hält ein bisschen durch. Also der ist immer so ein bisschen schwach auf der Brust. Wir versuchen es einfach mal. Ja. Ja, also ich habe es noch nie von der Seite gemacht, aber okay. Ich habe dieses Spiel bisher nur in Videos gesehen. Das wird spannend. Okay. Keine Ahnung. Also bei den Zeichen müssen wir uns natürlich irgendwas ausdenken, aber wir kriegen das schon hin. Du meinst die Buchstaben? Ja. Sind diese? Passt schon. Du musst mir noch den Verification Code geben, den du hast. 241 müsste, warte mal. 241. 241. Düdeldiet. Soll ich dir Spielaudio geben? Das können wir mal probieren. Warte. Auch wenn es kein Aufwand ist? Nee, das ist nur ein Mausklick. Warte. So, jetzt müsstest du die Spielmusik hören. Cool. Probier es einfach mal. Okay, die Controls. Left click to select. Gut. Nimmst du auf? Ich nehme auf, ja. Ich muss cool, jetzt aber cool, gerade... Cool. Right-Click um. Okay, alles klar. Ich habe hier noch nichts geindext. Das wird lustig. Aber wir probieren das einfach mal. Ich fasse es nicht. Oh, das darf jetzt auch drauf sein. Okay. Rechte und linke Maustaste. Mal gucken, ob ich das zusammenkriege. Wird schon. Ich glaube, das kann man auch gut mit Controller spielen. Ich glaube, der Homus, der spielt es gut. Wahrscheinlich, ja. Aber wir machen mal so. Okay, ich bin im Hauptmenü. Ich schummel auch gar nicht. Ich habe wirklich nur und so. Ja, ich habe das ausgedruckt hier. Kannst du es ja nicht sehen, was ich hier habe. Wir sind weit auseinander. Die erste Bombe. Okay. 5 Minuten, 3 Module, 3 Strikes. Fertig? Das sollten wir. Ja, so gut ich sein. Ja. Ich drück mal auf Start. Zeig mir am besten gleich am Anfang, was du hast. Ein Loading Screen. Allerdings mit 60 Frames. Gut. Okay, los geht's. Ja. Licht. Da, Licht. Ein gelber, großer Button Hold. 4 Symboltasten und 3 Wires. Ich habe außerdem ein DVI, eine RJ45-Schnittstelle, 2 Batterien, eine serielle Schnittstelle, PS2, noch eine. Ja, das war's. Okay, dann fangen wir erstmal mit den Keypads an. Ja, leerer Stern, Tischtennisschläger, Fragezeichen auf dem Kopf stehend, umgedrehtes Eurozeichen mit 2 Punkten. Eurozeichen mit 2 Punkten, ja. Was ist der Tischtennisschläger? Beschreib den Tischtennisschläger bitte. Oh, ist das Enterzeichen?
Nee, ein O, ein großes O mit einem Pickel unten dran. Machen wir ein bisschen mehr? Mehr, ein großes O. Und ein kleiner okay, Strich so, unten. Ja, okay. Okay, ich glaube, ich habe dich. Also, du hast einen leeren Stern, du hast das umgedrehte Fragezeichen, du hast das Eurozeichen. Okay, dann erst das Eurozeichen drücken. Ja. Tischtennisschläger. Ja. Leerer Stern. Ja. Und Fragezeichen. Ja, hat geklappt. Button oder Wires? Alles gut. Button. Okay, gelber Button. Sagt gelber Bold. Button war das? Mhm, sagt Bold. Okay. Dann halt, halt ihn gedrückt und sag mir, was für eine Farbe auftaucht. Gelb. Gelbe Farbe. Wenn eine 5 in irgendeiner Position ist, kannst du ihn loslassen. Okay, die eine 5 habe ich gerade verpasst. Jupp, haben wir. Wires, super. Drei Stück. Nur drei Stück, warte. Wires. Ah, ja, okay. Welche Farben? Blau, Rot, Rot. Von oben nach unten? Ja. Blau, Rot. More than one. If there's more than one blue wire, cut the last blue wire. Ist nur ein blaues. Ist es nicht Quatsch, bitte. Ah, bitte. Letzter. Der letzte ist es. Letztes? Ja. Ah, falsche Maustaste. Komm wieder her. So. Yep. 2 Minuten 15 noch über. Ey, das war großartig. Cool. Linke Maustaste zum Selektieren, rechte zum Deselektieren und rechte zum Bewegen. Das ist irritierend. Das ist, aber, ich glaube auch naja. Wirklich, dass es mit Controller ziemlich gut ist. Ich glaube, das ist ein echtes Controllerspiel. Ja. Oder Tastatur vielleicht sogar. Aber hey, das war cool. Das war cool, nicht ja. Schlecht. Das war cool. Na, dann machen wir mal weiter. Something old, something new. 5 Minuten, 3 Module, 3 Strikes. Du hast übrigens ein ziemlich hartes, wenn ich huste, warte mal. Nee, das geht, okay. Also, war, das Ducking war ist ein bisschen drauf? Anderes, war okay. Nee, Ducking, aber ist okay. Ah, das, ja, das kann sein, dass das wird Discord machen, weil ich hab dich nur auf dem Kopfhörer. Du gehst gar nicht, mit meinem Mikro hast du gar nichts zu tun. Ach so, cool, okay. Eigentlich, super. Das geht ganz getrennte Wege hier. Das ist gut. Alles klar. Okay. Dann nehme ich nochmal einen Schluck. Prost. Prost. Also. Ich auch. Ja. 5 Minuten, 3 Module, 3 Strikes. Ich drück Start. Er sagt einem aber auch jedes Mal wieder, dass man nicht in das Manual gucken darf. Das ist ein Ritual. Aha. Okay. Gut, los geht's. Was hast du alles? Drei Module. Button, Maze und Wires und nichts auf der Rückseite. Sag mal, was zum Button? Gelb sagt Press. Okay. Maze, kannst du mir die Koordinaten geben des ersten Punktes? Die beiden grünen Kreise. Maze an. Okay. Die beiden grünen Kreise, einer in der zweiten Reihe von oben, ganz links, und einer in der dritten Reihe von oben, ganz rechts. Warte, zweite Reihe von oben, zweite, oberste Reihe, zweiter, richtig? Nein, zweite Reihe von oben, ganz links. Achso, zweite Reihe von links, ja, und der andere ist? Dritte Reihe von oben, ganz rechts. Okay. Wo ist dein Pfeil? 3 nach rechts, 4 nach unten. Also vierte Reihe, dritter von links. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das funktioniert. Ja, du the musst white light to the red triangle. Ja, okay, das, wo ist das? Das ganz rechts, ja, ganz unten. Da bist du? Ganz rechts, ganz unten ist das Dreieck. Da musst du hin, ne? Ja.
Okay, wo ist das weiße Licht? Vierte Reihe von oben, dritter von links. Okay, alles klar. Ein nach rechts. Ein rauf. Ja. Ein nach rechts. Ja. Noch ein nach rechts. Ja. Jetzt kannst du ganz runter. Ja. Gut. Ist erledigt. Wires. Super. Wires. Drei Wires. Ja. Rot, blau, rot. Wieder der letzte. Ja. Okay. Was haben wir? Gelber Button. Sagt ja. Press. Wie viele Batterien hast du? Drei. Okay. Sonst ist nicht wichtig. Drück einfach. Und halt ihn gedrückt. Ja. Weiß. Welche Farbe? Weiß. Eins in irgendeiner Position. Ja, sagst du mir natürlich bei Null. Ja, 2:21, 6 Sekunden besser als die andere. Wir sind gut. Also dafür, dass wir wirklich blutige Newbies sind, geht's noch, ne? Hey, cool. Oh, das um 11:30. Nicht schlecht. Versuchen wir nochmal einen, damit wir auch mal einen auf die Fresse kriegen. Du möchtest die Explosion hören? Es gibt, glaube ich, keine, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er ein Geräusch macht oder einfach nur dunkel. W Money. Das sind 6 Module, glaube ich, ne? Oh ja, 5 Minuten, 6 Module. Okay, wir haben... Das schaffen wir. Ja, wir haben 2:30 oder so eben übergehabt. Wenn wir genauso weitermachen, müssten wir das schaffen. Okay, wir versuchen es. Bereit? Ja. Ich drück Start. Jo. Sag mir am besten am Anfang gleich alles, jedes Modul genau, was du hast. Also Button oder sowas. Okay, los geht's. Tasten mit Symbolen, zweimal Tasten mit Symbolen, zweimal großer Button und zweimal Wires. Okay. Fangen wir mit den Symbolen an. Okay. Ja, bin da. Eine Schreibschrift H mit einem kleinen J am ganz rechts unten. Dann sieht aus wie ein Schwein. So ein blitzartiges? Nicht so ein blitzartiges. Mehr wie oder wie ein Schreibschrift okay, X. Ich hab's. Ein leerer Stern. Ja. Umgedrehtes Eurozeichen mit Punkten. Ja. Und dann so ein Schnörkel, sieht so ein bisschen aus wie ein Schweineschwänzchen oder wie Walt Disneys Unterschrift. Habe ich. Eurozeichen? Ja. Schweineschwänzchen? Ja. Leerer Stern? Ja. Und ich glaube, es ist ein Chi, genau. Gut. Das könnte ein Chi sein, da hast du recht. Okay, das hat funktioniert. Zweite Symbole. Umgedrehtes Eurozeichen. Auf Kopf stehendes Fragezeichen. Chi, leerer Stern. Das ist wieder der gleiche. Also Eurozeichen. Ja. Leerer Stern. Ja. Chi. Ja. Und Fragezeichen. Ja, ist erledigt. Und Wires. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 6. Okay, gib mir sie nacheinander durch. Blau, blau, gelb, schwarz, gelb, blau. No yellow wires, richtig. Wir haben 2 yellow. Sag mal, die Seriennummer bitte mal. Die letzte Nummer, einfach nur die letzte Nummer. 7. Dritter. Schneide den dritten. Nein, stopp, nein. Strike. Wir haben ein yellow. Nein, das war falsch. Ich habe gerade die Fehler selber noch gesehen. Die vierte müsste es sein. Nein, zweiter Score. Oh, scheiße, was? Also sag nochmal durch. Blau, blau, gelb, blau, schwarz, blau, gelb, blau. Ja, blau, blau, gelb,
schwarz, gelb, blau. Okay, 2 Minuten 14 noch. Okay, der letzte ist es. Ich habe falsch gemacht. Ja, hat funktioniert. Und zweite Wire. Nächster. Nächste Wire. 6 Stück. Aha. Rot, weiß, weiß, gelb, schwarz, rot. Rot, weiß, weiß. Ja. Gelb, schwarz, rot. Ja. Sollte die machen Nummer 4, bitte. Nummer 4. Ja, hat geklappt. Die Buttons jetzt, ne? Okay, gelber Button sagt Detonate. Wie viele Batterien hast du? Gar keine. Okay. Zurück und halt gedrückt. Blau. 4 in jeder Position. 4? Ja. Okay, gelber Button sagt Press. Und. Das war, die 4 war 4 Sekunden übrig. War nicht richtig? Nein, die 4, bei der ich losgelassen habe, war 4 Sekunden übrig. Aber ich dachte mir, ich versuch's, falls du das sofort wüsstest. Ja, das hat nicht geklappt. Oh ja, ich habe bei den Wires scheiße gebaut. Ja. Aber wart. Passiert gut, mal. Gut. Passiert mal. Das war lustig. Aber ich glaube, auch wenn du nur Papier vor dir hast, ist das trotzdem ganz schön stressig, oder? Das ist super. Das ist echt super cool. Ja, vor allem, das ist echt, wenn man sich das mal durchliest, das ist großartig. Ich meine, das geht ja noch, aber spätestens, ich habe mal die Sache mit den Venn-Diagrammen mal durchgelesen. Oder Simon Says, da bist du auch noch. Das muss wirklich einer allein machen. Morse-Code. Ich glaube, das geht sogar noch. Aber diese Venn-Diagramme, Alter. Ja, super. Wollen wir es noch einmal machen? Oh ja, klar. Dann muss ich aber ins Bett. Okay. Ich lösche immer, was ich habe. Ich schreibe mir immer so ein paar Sachen auf. Das ist bei den Wires immer scheiße, weil man so viel schreiben muss. Okay. Dasselbe nochmal. 5 Minuten, 6 Module. Gut. Los geht's. Gut, wir haben Licht. So. 2 Buttons, 2x Wires, 2x Symbole. Okay, gehen wir wieder mit den Symbolen. Okay, umgedrehtes N mit einem Bogen oben drüber. Ein schräg gestelltes Gleichheitszeichen, ja. Umgedrehtes Eurozeichen, ja. Und dieses AE, dieses aus dem Dänischen, dieses zusammengerutschte. Okay, Eurozeichen. Ah, Gleichheitszeichen. Komm her. So, okay, falsche Maustaste. Umgedrehtes Eurozeichen, ja. Ja, Gleichheitszeichen. Ja. AE? Ja. Und N. Okay. Zweite Symbole. Ja. Leerer Stern. Ja. Ein W mit einem Dach und einem Komma drüber. So ein Schreibschrift W. Copyright-Zeichen und sieht aus wie ein Hirtenstab. Also so ein. Hirtenstab. Wie eine 3, deren unterer Bogen geschmolzen ist. Ja. Okay. Copyright. Aha. Das W. Ja. Der Hirtenstab. Ja. Und der Stern. Okay. Hat geklappt. Was haben wir jetzt? 2 Wires, ne? 2x Wires haben wir. Fangen wir ja. Mit dem okay. Einen an. Wir haben 3 Wires. Ja. Blau, weiß, rot. Letzter. Ja, yep, hat geklappt. Gut. 6 Wires. Blau. Ja. Blau, gelb, schwarz. Also blau, gelb, schwarz. Blau, blau, weiß.
Okay, Blödsinn. One Yellow Wire. Kein, nur ein Weißen, ne? Ja. Ja. Keine Roten, richtig? Richtig. Der letzte. Ja. Zwei Buttons. Ja. Gelber Button, Detonate. Okay, wie viele Batterien? Zwei Doppel-A's. Ich hoffe, die zählen als zwei. Gut. Drücken und sofort loslassen. Ja, hat geklappt. Roter Button, Hold. Hold. Drücken, loslassen. Bingo! Zwei Minuten neun über. Alter, das war gut. Doppelt so viele Module und fast so schnell wie vorher. Exzellent. Das war super. Ja, fett. Ich glaube, jetzt kann ich beruhigt und nervös ins Bett gehen. Sehr schön. Ist großartig. Das ist echt großartig. Ja, aber ich glaube, wenn du alle Module voll hast und einen kurzen Timer oder so, das kannst du dann, glaube ich, nicht mehr zu zweit. Nee, das müssen mindestens drei Leute sein, würde ich auch sagen. Also, ja, schön. Ach, das war doch nett. Ja, fein. Fein, extrem spaßig. Ja, schönes Spiel, echt schönes Spiel. Ja, cool, Mensch. Dann, also, ich sag mal gutes Nächtle. Ja, schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Bis dann. Tschüss. Ciao. Und auch an euch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.